in Italien. Da gibt es einen Tarotkarten von der Nikita St. Laurent. Der ist gigantisch schön. Gigantisch farbig, groß. Und sowas wollte ich auch haben. Kugelbahnen gibt es auf YouTube zu sehen. Und das Faszinierende daran ist, es zu bauen und zu versuchen, dass die Kugel genau das macht, was man will. In der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Geschwindigkeit. Und dass sie dann dort landet, wo man das vorhat. Es sind kinetische Objekte, die sich nur im Wind drehen, nur vom Wind angetrieben, aus Glas, aus Messing, aus Kupfer, Edelstein, den im Garten oder auf dem Dach. Ich habe einen Fusing Ofen. Da mache ich mit wachsender Begeisterung viele, viele Teller und Schalen in allen Farben und Themen. Dann gibt es noch das große Wasserspiel im Garten. Vom Mai bis Oktober. Mit vielen kinetischen Objekten, die alle durch Wasser angetrieben sind, die drehen sich, die pendeln, die laufen voll, kippen um. Aus einzelnen Materialien, Glas, Messingblech, Messingprofile, ein Objekt zu machen,
das sich dann hinterher bewegt oder es schöne Farben hat. Das macht Spaß.